Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Es ist der 22. Dezember. Wir befinden uns hier im Mobile Game Dungeons and Heroes und das spielen wir heute. Viel Spaß mit diesem Video. Bei diesem Video handelt es sich hier um ein Video aus meinem Adventskalenderformat, wo ihr jeden Tag einen Game Key gewinnen könnt, darunter auch Rocket League oder Lego Jurassic World. Und als Hauptpreis verlose ich unter allen Videos im Dezember Jurassic World Evolution Vollpreistitel. Und ja, was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr zum Spiel keine Infos mehr verpasst, unter dem Video einen netten Kommentar posten, der zum Video passt, und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr dabei und könnt eben jeden Tag einen Game Key gewinnen. Viel Erfolg euch allen. Damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht's, neues Game am Start. Bin da drauf gekommen durch ein Jurassic World Alive Tapjoy-Angebot und habe gedacht, komm, wenn ich das eh schon spielen muss, das sieht auf den Bildern ganz okay aus, also spielen wir das mal zusammen. Dungeons and Heroes, ich weiß nicht so ganz, was mich erwartet. Wir schauen mal. Herr, ein Weg, das heißt, es leben hier Menschen. Sollen wir dem Weg folgen? Okay, wir können tappen. Und guck mal, was so passiert online. Dort vorne versperrt uns eine Bande den Weg. Das müssen Banditen sein. Wir wurden entdeckt und müssen jetzt angreifen. Alles klärchen. 5 Energie kostet das Ganze. Okay, ich sehe schon, worauf das läuft. Hinausläuft. Auch wieder die ganze Zeit kämpfen, wiederholen, Team verbessern. Und das ist das zu laut? Ist nicht zu laut. Kann sogar ein bisschen lauter sein, wahrscheinlich. Euch. Okay, wir lassen es mal so. Hier sind deine Heldenslots, in denen alle aufgestellten Helden erscheinen. Joa, sieht gut aus. Der Held, der das Ende des Fortschrittsbalken erreicht, kann angreifen. Aha. Okay, wir sind jetzt dran, nachdem beide Gegner angegriffen haben. Energiebalken ist voll. Tippe auf den Helden, um eine Fähigkeit einzusetzen. Gut. Gewonnen. Also, habe ich sie einfach mal gewonnen hätte. Holy shit. Tippe zum Fortfahren. 10 von diesen Schattentypen bekommen. Das Sägewerk der Flüchtlinge wurde von Gladiatoren besetzt und sie dachten, wir gehören zu ihnen. Okay, jetzt ist es vielleicht doch ein bisschen zu laut. Wobei die Musik, das können wir eigentlich mal ausmachen, wenn ich gerade finde, wo. Mission, Nachricht. Ja, auf Held will ich nicht gehen. Ja, okay, passt. Lassen wir im Hintergrund für euch an. Mach einfach mein Headset ein bisschen leiser. So, wir müssen auf den Helden gehen. Das haben wir eben freigeschaltet. Eine Nachtklinge, beschwören wir doch mal. Sehr schön. Ja, das Team ist bereit. Ab zum Sägewerk. Auf geht's. Von der Optik erinnert mich es ganz gewaltig an Heroes of Might and Magic. Genauso musste man die Sachen auch machen, nur dass man dabei gewisse Schrittanzahlen hatte und dann quasi in-game einen Tag schlafen musste. Das war ja auch ein Echtzeitspiel. Wirklich für den PC konnte man gegen andere Spieler spielen. Das war schon nice und der Optiker gefällt mir das. Der Kampf allerdings nicht. Der war komplett anders. Ist aber jetzt nicht unbedingt schlecht. Alles klar. WhatsApp schreibt mal schön. Macht aber nichts. Kann sein, dass da jetzt noch ein paar weitere kommen, Nachrichten kommen. So, Runde 2 von 2. Also beim Kämpfen muss ich jetzt nicht viel machen. Das machen sie automatisch. Ich könnte Fähigkeiten einsetzen. Ich kann sie noch nicht einsetzen, erst wenn unten das Blaue voll ist. So, da sind wir wieder. Hat sich kurzerhand die App gedacht, nö, wir wollen das nicht. Müssen nochmal kämpfen. 10 Energie kostet das Ganze. Kämpfen. Gucken, ob es wieder abschmiert. Macht aber nichts, denke ich. Wundert mich, dass die App abgeschmiert ist, dass sie nicht optimiert ist anscheinend. Ja, erster Kampf war bei dem zweiten Kampf bei der Animation. So, da haben unsere Nachtklinge angegriffen. Unser normaler Hero greift an. So, zweite Stufe. Dabei sind wir eben abgeschmiert. Ich hoffe mal, dass es jetzt einfach ganz normal geht. War nämlich gerade da, als seine Ulti, oder ich nenne es mal Ulti, seine Fähigkeit ready war. Okay, die setzt er auch automatisch ein. Können wir oben noch die. Ich wollte gerade gucken, ob wir die Geschwindigkeit beschleunigen können. Weil wir haben ja von Tapjoy auch einen Quest bekommen, und zwar unseren ersten legendären Helden. Das wird einfach ewig dauern, weil man so viel dafür bekommt. Machen wir aber einfach mal. Da könnten wir kämpfen, aber wir sollen jetzt dahin laufen. Okay, wir laufen dahin. Hier vorne sind noch Wölfe. Ist das unsere Festung? Wahrscheinlich jetzt schon. Gab es damals bei
Heroes of Might and Magic auch nicht, sehr ähnlich. Ja, das Schloss ist tatsächlich verlassen. Wir können es reparieren, um zu unserer Basis machen, bevor wir den Kontinent erkunden. Ah, das machen wir doch. Unten auf Mission müssen wir klicken, das seht ihr gerade nicht. Abholen, machen wir. Ja, wir brauchen mehr Gold, um das Schloss zu reparieren. Im Schloss gibt es ein Steueramt, wo wir eventuell etwas Gold finden können. Du kannst dein Steueramt und Spielerlevel verbessern, um noch mehr wilde Gebäude zu besetzen und noch mehr Steuern einzunehmen. Alles klärchen. Grundsteuer, Spielerlevel, wilde Gebäude. Alles klar. Sieht erstmal gut aus. Glückwunsch, Serverbelohnung. Wir haben nicht genügend Holz. Dafür haben wir eine Hütte. Bauen, okay. Du kannst Hütten verbessern, wilde Dörfer besetzen und an allen Events teilnehmen, um deine Bevölkerung zu erhöhen. Ja, hört sich gut an. Können wieder was abholen. Questbelohnung, Glückwunsch. Oh, wir haben Schlüssel bekommen. Jetzt haben wir Arbeiter und können sie dem Sägewerk zuteilen. Das machen wir mit dem Parlament. Wie viele sollen wir zuteilen? Alle fünf. Hier kannst du nach der Produktion und dem Lager sehen. Okay, wir bekommen plus 50 pro einen gewissen Zeitraum. Das passt erstmal. Also sieht auch okay aus tatsächlich. Ich hatte jetzt was Schlechteres erwartet, weil oft der Tapjoy-Angebote Spiele sind, die jetzt noch nicht so bekannt sind, die beworben werden müssen. So, wir können jetzt hier eine öffnen mit dem Schlüssel. Zwei mysteriöse Truhen. Okay, Schattenklinge bekommen. Und hier muss doch jetzt ein Held drin sein. Das Spiel will doch anfüttern, dass wir es weiterspielen. Glückwunsch. Ein Heiler wahrscheinlich. Bestätigen. Weise den Heiler deinem neuen Team zu. Okay, ne, erstmal Questbelohnung abholen. Herr, ja, unser Team wird stärker. Okay. Held. Level up. Level up. Okay, Special Fähigkeit. Gruppenheilung. Verbessern, okay. Füllt die HP von allen Helden 130 plus Weisheit mal 1,6 auf. Ja, das ist okay. Nochmal Belohnung. Herr, ja, wir haben die Wurzeln geschlagen. Wir brauchen einen klaren vollen Namen, damit der gesamte Kontinent. Okay. So, kennst du das schon? Perfekt. In der Nähe gibt es einen Steinbruch und eine Mine, die sollten wir uns holen. Ab in die Welt, wir reiten davon, nehmen die kurzerhand ein, damit wir ein paar Rohstoffe bekommen. Folge der Anleitung und finde das leuchtende Objekt auf der Karte. Da oben leuchtet es doch, ich sehe es doch schon. Die Mine nehmen wir jetzt ein mit einem kurzen Kampf. Das war tatsächlich auch so, dass man verschiedene Sachen einnehmen konnte. Finde ich ganz cool, die Idee dahinter. Weiß nur nicht, wo so das Ganze hinführt. Ja, gibt es irgendwie auch dicke Bosse hier, die man legen muss, damit man auch wirklich sehr, sehr starke Teams braucht? Oder geht es einfach nur darum, wirklich weiter in der Welt voranzuschreiten? Ja, werden wir vielleicht sehen, weil ich werde das weiterspielen, allein schon wegen dem Tapjoy-Angebot. Wenn ihr das auch habt, das Angebot nutzt es. Es sieht erstmal nicht so schlecht aus. Und ja, kennt ihr das Spiel vielleicht vorher schon? Ich kannte das bis jetzt noch nicht. Von daher fand ich jetzt, war ich doch ein bisschen überrascht. Dass es gar nicht so schlecht erstmal aussieht, ja. Ich finde es sogar eher gelungen, ja. Das mit dem Kämpfen, da können wir AFK gehen. Ich wollte gucken, wird ab dem Spielerlevel 30, okay. Schnell voran können wir noch nicht machen. Da müssen wir ein höheres Level für haben. Das ist aber auch okay. Man sollte das Spiel kennenlernen. So, die haben wir eingenommen, bekommen 300 Gold. Herr, die Eisenmine gehört jetzt uns. Das nächste Ziel ist der Steinbruch, also los. Okay, ich kann auch nicht frei mich bewegen. Ich wollte die Schatztruhe öffnen. Da sehen wir doch den Steinbruch schon. Daneben ist er. Erstmal ein bisschen Stein gesammelt. Jetzt nehmen wir den natürlich easy peasy ein. Ich sehe gar nicht, ich habe noch gar nicht wahrgenommen, wo meine Energie ist. Kampfkraft 4917. Bin mal gespannt, wie hoch das nachher so geht, wenn man wirklich so einen legendären Helden eventuell hat. So, nächster Kampf. Autokampf ist wieder am Start. Gut. Special Fähigkeit, mal kurz geheilt. Ne, also, oder VIP Level 1, okay, da habe ich es jetzt gerade gesehen. Ich wollte die Nachricht nochmal sehen. Das heißt, man kann wieder Sachen kaufen, dann geht das Ganze schneller, man kommt leichter voran. Das ist auch das Ziel von diesen Tapjoy-Angeboten, dass man eben hier in-game Kauf für macht und so rechnet sich das Ganze auch, weil Spieler machen das dann, weil das Spiel ihnen so ultra krass gefällt. Und ja.
Werden wir natürlich nicht machen. Dafür wollen wir uns auf Jurassic World Alive und Brawl Stars konzentrieren, wo wir Geld ausgeben. Zumindest da ab und an dann mal. Glückwunsch, 3 plus 20 Energie. So, aber haben wir die Energie 85 von 80? Eine Schmiede. Können wir jetzt wahrscheinlich bauen. Und wir porten uns mal kurz ins Schloss zurück. Das hier, das Ladebild des Riesenskorpion, sieht so ein bisschen aus wie der eine Held von Dota. Könnte sein, dass das so ein dicker Boss ist, den man legen muss. So, Mission beendet. Herr, wir haben. Arbeiten können Sie der Produktion zuteilen. Ei, Klärchen. Steinbruch. Warum produzieren wir nicht einfach oder warum bauen wir das nicht zweimal aus, dass wir jeweils 5 zuweisen können? Ja, die Schmiede ist wieder in Betrieb. Für nur ein wenig Gold und Materialien können wir die Ausrüstung schmieden. Okay. Waffe. Dolch. Schmelzen. 1000. Hat aber auch relativ hohen Angriff. Also ich weiß nicht, was mein Base-Schaden ist. Das sieht erstmal sehr viel aus. So, jetzt müssen wir die Waffe bestimmt zuweisen auf unseren Helden. Ich dachte es mir schon. Und wir können sie sogar verbessern. Lohnt sich das? Okay, scheint sich zu lohnen. Müssen eh das für die Quest machen, von daher kommen wir gar nicht daran vorbei. Ein Gratisgeschenk. Okay. Das sind einfach Pakete, die man kaufen kann. Ist ja auch okay, dass sie so etwas anbieten. Ich habe nur gerade nicht gesehen, was die letzte Nachricht war. Ah, okay. Baue Hütte auf. Dann können wir nämlich noch mehr Arbeiter zuweisen. Machen wir doch. Easy peasy. Dann müssen wir wieder aufs Parlament zu. Zumindest sind jetzt alle wieder beschäftigt. 3 Level 3 Helden besitzen. Okay, können wir sie beide pushen? Er ist Level 3. Ah, unser Nachtgewächs hätte ich fast gesagt. War es noch nicht. Fähigkeiten von 3 Helden auf Level 3 verbessern. Okay, machen wir mal noch. Und dann will ich gleich nochmal kämpfen. Haben noch genug Bücher dabei. Perfekt. Quest abholen. Mission beendet. Ist ein bisschen blöd, dass ihr die Quest nicht seht. Jetzt müssen wir ein Dorf besitzen. Oh. Das ist ein Zyklop. Ne, ein doppelköpfiger Oger. Okay. Okay, Login-Belohnung. Tagesbelohnung. Die nehmen wir natürlich auch an. So, jetzt müssen wir nämlich ein Dorf besitzen. Ah, jetzt können wir auch hier ganz normal reisen. Ohne auf einem vorgefertigten Weg gehen zu müssen. Wir kämpfen, haben unsere Helden gerade frisch verbessert, sollte also easy peasy werden. Ladezeiten sind tatsächlich relativ kurz, finde ich gut. Die sollten auch nicht länger sein. Aber ich glaube, bis man hier den legendären Helden besitzt, das dauert schon sehr, sehr lange. Bis man vom Spiel gratis einen bekommt, wird es dauern. Ansonsten vorher wahrscheinlich durch Glück in der Kiste. Mal schauen, wir machen einfach mal weiter. Denn es gibt ordentlich was dafür. Ich glaube, es waren bei Jurassic World 2100 Ingame Cash, was sehr viel entspricht. Deswegen spielen wir das Spiel auch. Und wie gesagt, es ist für zwischendurch ist das sicherlich nicht schlecht. Haben nur eine gewisse begrenzte Energiemenge. Und dann kann man verschiedene Züge machen. Und dann lässt man das halt, Spiel legt man wieder nebenhin. Und kann dann irgendwann anders weiterspielen. Und das ist auch nicht so schlecht. Wenn man da an Jurassic oder Brawl Stars oder so denkt, das muss man dann schon häufiger spielen. Ist ja auch ein Competitive Game eher als hier das hier. So, wir waren eben Level 3 geworden. Stufe 30 brauchen wir, um hier das Ganze zu verschnellern. Okay. Okay, wir sterben. Das ist jetzt Absicht, dass wir wahrscheinlich sterben. Vielleicht ist es auch keine Absicht. Wir hatten Pech. Ich habe nicht drauf geachtet, ob wir weggekrittet wurden vorher. Also ob wir einen starken Hit kassiert haben. Gewonnen. Das ist alles, was zählt. Alles gleich. Oh, wir haben einen Helden bekommen. Den schauen wir uns nach an, weisen wir unserem Team zu und ich glaube, dann war es das auch schon. So. Ne, haben wir noch nicht bekommen. Quest, okay. Dorf besitzen. Ein weiteres Dorf sollen wir jetzt besitzen. Okay, das machen wir noch. Haben wir noch Energie? Da bekommen wir auch wieder so eine Karte. Okay, vielleicht brauchen wir von dieser Person, die wir beim Dorf kriegen, oder waren das Dorfbewohner, die wir bekommen haben?
Weiß es gar nicht. Gucken, ob wir gleich was anschauen können. Ich finde den Hintergrund tatsächlich, wo die angelaufen kommen, die Gegner, den finde ich ein bisschen lieblos gestaltet. Das Spiel an sich sieht sonst ganz gut aus, aber der ist echt. Der sieht noch. Ist keine HD-Textur. Das ist nicht mal 720p-Textur. Aber das passt schon. So, wir heilen uns mal kurz. Runde 2 von 2. Wir haben also zu jeder Runde, zu jedem Rundenstart wieder volles Leben. Das ist auch okay, das ist gut, das sollte helfen im späteren Verlauf. Oh, Mitte st hätte sterben müssen. Ich glaube, mein Main-Held in der Mitte stirbt auch wieder jetzt. Der kriegt nämlich da ordentlich Hits ab. Okay, sie fokussen ihn auch. Liegt vielleicht an der Aufstellung. Aber wenn es egal ist, also ob wir mit zwei Überlebenden gewinnen oder nur mit einem oder mit dreien, dann nehmen wir das in Kauf. Und ja, machen wir mal weiter. Quest erfüllt. Da wollte ich nicht hinlaufen. Okay, wir müssen noch etwas besiegen. Guten Wolf hier. Ja, komm, das machen wir noch. Let's go. Ja, sieht schon, also es macht schon Spaß, muss ich sagen, tatsächlich. Aber ob das so eine Langzeitmotivation bieten kann, wenn man immer das Gleiche macht, weiß ich nicht. Da sind andere Spiele deutlich besser. Okay, hier wird anders angegriffen. Das heißt, hier könnte es auch sein, dass mein Held nicht mehr unbedingt stirbt. Aber meine greifen halt auch nur einen von ihnen an. Okay, jetzt ist einer down. Jetzt sollten zumindest zwei Helden auf einen gegnerischen Wolf gehen. Ach nee, hier ist es anders. Jetzt greift doch, er greift noch an, ich wollte gerade sagen. So, next stage, please. Oh ne, wir haben schon gewonnen. Alles klärchen. 20 Bücher bekommen. Können wir wieder Sachen verbessern. Und so geht das die ganze Zeit weiter, bis wir halt einen legendären Helden hier haben. Quest erfolgreich abgeschlossen. Müssen jetzt nochmal das Ganze besiegen. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eine Bewertung da und nochmal Spielevorschläge, falls euch noch was einfällt, was ich mal anzocken könnte. Wie das war jetzt eher so spontan, weil ich es eben gesehen habe und jetzt auch eine Kombi ist mit Tapjoy angeboten. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende weiterhin und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao.